Es ist wieder mal Sonntag, wir sind auf dem Boot. Wir liegen in der Nähe der Regattastrecke, wie man sehen kann. Und was macht man an einem Sonntag auf dem Boot? Man langweilt sich. Und damit man sich nicht allzu sehr langweilt, habe ich mir diese EcoFlow gekauft, also diese Power Station, also die aufgeblasene Powerbank. Ja. Die Version, die ich gekauft habe, kann ja bis 1,5 kW abgeben und hat ungefähr eine Kilowattstunde als Lithium-Ionen-Akku. Darüber hinaus kann sie normal Solarstrom laden, also der Laderegler ist damit drin, kann per 220 Volt bis zu, ich glaube, 800 Watt laden. Das heißt, die ist in einer Stunde auch voll. Und sie kann per 12 Volt Anschluss auch ganz normal mit so 4 Ampere oder sowas laden. Da wir im Moment ja nur in einem Testbetrieb sind, habe ich das Teil mal eben einfach über unseren Spannungswandler an Bord an die 220 Volt angeschlossen. Er lädt jetzt, wie man sehen kann, mit ungefähr 300 Watt. Und sieht im Prinzip so aus. Vom Geräusch her kann man jetzt hören, dass er schon bei den 300 Watt Laden deutlich Wärme entwickelt und entsprechend auch seinen Lüfter eingeschaltet hat. Hier an Bord bemerkt man das allerdings kaum. 300 Watt Laden bedeutet am Ende, dass wir aus der Bordbatterie ungefähr mit 24 Ampere den Strom entnehmen, was uns bei unseren 300 Amperestunden nicht so sehr kratzt, weil wenn wir uns jetzt hier das kurze Video anschauen, dann ist er in einer Stunde voll und eine Stunde 25 Ampere bedeutet 25 Amperestunden entnommen von 300 Amperestunden, die wir haben. Selbst wenn man so einen Bleiakku nur die Hälfte seiner Kapazität entnehmen kann, hätten wir dann immer noch so 5-6 Mal so viel in der Batterie. Also vollkommen ungefährlich. Und wenn wir in einer Stunde fertig sind mit Laden, dann haben wir ja die 250 WP auf dem Dach, die bei der Sonne sicherlich dafür sorgen, dass wir schnell einen Ausgleich für den verlorenen Strom haben. Natürlich ist das Laden über den Wechselrichter dann trotzdem die totale Verschwendung, aber was soll's. So, worum soll's in diesem Video gehen? Ich habe letzte Woche das erste Mal versucht, mit dieser Powerstation, also mit der einen Kilowattstunde, die da zusätzlich in Lithium-Ionen angelegt ist, Frühstückseier zu kochen. Großes Abenteuer könnt ihr jetzt sehen. Das Intro spare ich mir. Ich spare mir auch den Satz mit dem Abo und diesem ganzen Quatsch. So ist es passiert. So, großer Test. Wir haben hier einen Topf mit Wasser. Mit dem will ich jetzt gleich Eier kochen. Und wir haben jetzt gerade draußen eine genau seitlich kommende Welle und gucken, wie stark das Wasser schwappt. Weil nach meinen bescheidenen Erfahrungen im Eierkochen ist es so, dass die Eier in dem kleinen Topf mit Wasser bedeckt sein müssen, damit sie nicht platzen. Und gleichzeitig darf der Topf nicht überschwappen. Wir kochen an Bord mit diesem EcoFlow-Dings da. Wir haben hier aktuell 79%, nee, 79 Stunden, die er noch lädt. 47% Akkuladung nur noch. Und die Fragestellung ist ja, ob wir mit elektrisch kochen an Bord klarkommen. Also schalten wir. Oh, das geht so nicht. Ich muss erstmal reparieren. Ich habe das Kochfeld jetzt ein Stückchen weiter hochgestellt. Hat natürlich den Nachteil, dass jetzt, wenn Wellen kommen, der Schwerpunkt weiter oben ist. Das ist also mehr schaukelt, aber wir probieren es. So. Ach so. So geht das nicht. Ich muss erst den Strom an dieser EcoFlow einschalten. Das ist dieser kleine Schalter hier. Zack.
Und jetzt produziert sie 220 Volt Strom, der auch hier ankommen sollte. Schatz, guckst du auf die Uhr? Kocht das schon? Nee, aber ich will wissen, wie lange es dauert, bis es kocht. 8:30 Uhr. Okay, so, das heißt, wir können jetzt hier mit 180, was auch immer, anfangen, Wärme zu produzieren. So, Flo hat sofort ihre Lüfter angeschmissen und wie wir sehen können, oh, gibt sie gerade 1400 Watt ab. Das wird nicht sehr lange reichen, also sie sagt, das reicht für 14 Minuten. Also es passiert tatsächlich was, aber es geht mir viel zu langsam. Es steht einfach zu befürchten, dass der Strom insgesamt nicht reicht. Also es sind jetzt irgendwie 3 Minuten rum. Er sagt uns, es wären nur noch 11 Minuten Strom. Das heißt, wenn er in 4 Minuten nicht fertig ist, kriegen wir keine 7 Minuten Eier mehr raus. Wasser fängt an zu kochen. Wir haben noch für 10 Minuten Strom. Und wie viele Minuten hat das jetzt gedauert, bis das Wasser kocht? Also nach 4 Minuten hat das Wasser gekocht. Das ist sehr gut, weil derzeit hier nicht die ganze Bude erhitzt wird. Ich nehme mal ein Stückchen Gas weg und lege die Eier ins Wasser. Eier sind im Wasser. Eins ist mir leider geplatzt, weil ich zu viel von dem Wasser weggenommen habe. Jetzt wäre der Spruch, Alexa, stell den Timer auf 7 Minuten fällig. Ich habe die Leistung auch zurückgenommen, offensichtlich nicht weit genug. Ich gehe jetzt noch weiter runter, bin jetzt bei 120 irgendwas, Moment. Also 120 hier, das ist zu wenig. Ich erhöhe wieder. Von sofort geht das wieder los. 140, wir gucken mal, was das in Kilowatt oder Minuten ausmacht. Also er sagt uns, wir hätten noch 9 Minuten Zeit jetzt. Das heißt, wir kriegen die Eier fertig. Und er entnimmt 1,2 Kilowatt gerade. Also Eier kochen ist möglich, aber ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem Ausgangswert wir gestartet sind. Irgendwie 40% Ladung. Das ist dann doch viel mehr Verbrauch, als ich gedacht hätte. So, also kläglich gescheitert. Mein Naht, was ja gleichzeitig der Smooth ist, und meine Ehefrau hat mich aus der Küche vertrieben. Weil die Eier jetzt nicht gekocht, sondern in warmem Wasser gebadet wurden. Ich habe die Selbstabschaltung auf 10% gehabt. 10% erreicht, abgeschaltet. Dann wollte sich diese EcoFlow nicht wieder mit dem Netzwerk verbinden. Ich konnte also die 10% Schranke nicht schnell genug rausnehmen. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Eier aussehen. Ich habe dann gesagt, hey, wir können die Eier ja auch in einem elektrischen Eierkocher machen. Müssen wir eben einen kaufen bei Amazon. Sagt sie, nein, wir haben schon einen. Und ich habe gesagt, ich würde keine Eier essen, die in einem elektrischen Eierkocher gemacht worden sind. Das ist mir gänzlich unbekannt, aber es kann natürlich sein. So, das Frühstück sieht erstmal sehr lecker aus. Ich versuche mal aus dem Wind zu kommen, weil ich kein Puschelchen heute dabei habe. Das habe ich irgendwo liegen lassen. Und die Eier sind, hey, prima. Und wer hat's gekocht? Das gemacht. Jawohl, es funktioniert. Der noch einen Krümel im linken Winkel.